Räuberei war auch dabei. Ja, ihr hättet dann um viel mehr Ausräumer können. Wollt ihr eine Nachbesprechung machen? Irgendwelche Fragen dazu? Haben wir denn ja eine Frage habe ich noch. Finden wir denn diese Zeitkapsel? Ihr könnt sie gern suchen. Ja, sie gibt sie. Genau, weil das war aber ja noch das, was wir vorhatten am nächsten Mal. Genau, ihr seht so einfach nur Briefe. Es sind halt nur kleine Spielsachen von den Kindern drinnen und Briefe an ihr zukünftiges Ich. Oh. Ah, aber trotzdem schön. Ja. Mhm. No. Viel, viel wertvoller. Ja. Ja, ihr hättet es da ordentlich looten können. Klar. Also jeder von diesen silbernen Kerzenhaltern. Ich habe zwei mitgenommen. 250 Kerne wert. Also ich weiß ich jetzt. Ich habe 500 nicht. Kerne. Ich würde das jetzt, also nur mal so für mich, wir sind ja jetzt schon fertig, ich hätte das jetzt tatsächlich nicht gemacht, weil wir hatten ja einen Auftraggeber. Ich weiß nicht, was der jetzt davon hält, wenn wir da die Bude leer geräumt hätten. Ja. Ja, der merkt es ja nicht, da sind schon öfters Leute drinnen gewesen und daher waren auch die Fallen. Also, es wird ja explizit gesagt, das ist ja eine sehr reiche Maus gewesen und sobald das verlassen war, beziehungsweise alle rausgestorben sind da immer wieder verschiedene Gruppen kommen und haben sich an dem Inventar bereichert. Deswegen sind nur mal die Kerzenleuchter drinnen und das Silberbesteck wäre auch nochmal 400 Kerne wert gewesen. Ich habe 500 Kerne, ich bin ganz man sieht vier Mäuse, die halt eben ein Klavier halt eben durch die Lampe. Das Klavier hat gar keinen materiellen Wert. Ja, sehr gut. Aber der schiefhängende Kronleuchter, wenn der abgestürzt wäre, hätte den auch aus Loot mitnehmen können. Oh. Hätte zwei Inventarplätze gebraucht und wäre 800 Kerne wert gewesen. Hui. Ja, warte mal, wir waren doch noch gar nicht fertig, oder? Acht versteht von diesen materiellen Dingen. Das ist ja alles nur materiell. Ja, genau, aber es gibt ja sehr viele Kerzenhalter, die man gut mitnehmen kann. Genau. Keine Kerne können den Verlust von Sandy halten. Ja, das stimmt. Sandy. Also ich bin mit meinen 500 ziemlich zufrieden. Sehr gut, sehr schön. Hast du noch irgendwelche Fragen, was Bestimmtes gewesen wäre oder so? Ich muss sagen, es ist sehr tödlich und erinnert dir eigentlich extremstens an alte D&D-Dungeons. Vor allem die Tür, die ihr zum Glück entschärft habt, das war eine super Idee. Die hätte man eigentlich nur entschärfen können, wenn man das Abenteuer davor gespielt hätte. Und zwar die Wohnzimmertür mit dem Ring. Da hätte man einen Ring bekommen. Ah. Ich hätte mir sonst gedacht, das liegt im Schutt, aber wenn ihr vorher das mit dem Draht macht, war das tolle Idee. War eine super Idee. Ja, genau. Das war richtig gut. Ja. Das ist ja das Schöne halt eben, ne, bei diesen Oldschool, also dass man ja durch Kreativität halt eben auch belohnt wird. Ich habe die Falle ziemlich kreativ gefunden. Wenn man sie nämlich, man kann die Tür so oder so öffnen. Wenn man da aber vorher keinen passenden Ring einfügt, würde aus dem Loch, das in der Mitte ist, ein Giftpfeil rausschießen. Ja. Ich glaube, jetzt wünscht ihr euch, das wäre geschief gegangen. Wäre irgendwas mit den Statuen gewesen? Nein. Ach, hier mit diesen Ritterstatuen? Gar nichts. Die hätte ich nämlich zu 100% erwartet, dass die irgendwo auf uns zulaufen. Aber wahrscheinlich. Dann dachte ich mir, ich nehme gleich die Schwerter weg. Ja, aber wahrscheinlich, weil man das so erwartet. Ja. So erwartet. Ja, so war es mal nicht. Ihr hättet normalerweise noch eine Zufallsbegegnung gehabt, aber die wollt ihr jetzt weglassen, weil es ein One-Shot ist. Und die Kakerlaken wären unter anderem auch mehr gewesen. Beziehungsweise ich habe das zum Glück relativ niedrig gewürfelt. Und die wären unter anderem auch potenzielle Gegner gewesen. Ah, okay. Mhm. Ja. Und das Lager, das wäre auch sehr tödlich gewesen. Das ist nämlich mit Giftgas gefüllt. Okay, das war's. Okay. Ah. Warum haben die Kakerlaken da Giftgas drin? Ich glaube eher, das ist Faulgas von den ganzen Sachen, was die drin waren. Die macht das ja nicht, die überleben ja alles. Die Kakerlaken waren das wurscht. Ich habe mich mit den Kakerlaken angefreundet.
Hätte man am Anfang um das Haus herum noch irgendwas machen oder finden können oder so? Oder hätte es einfach direkt mit dem Haus? Die Fenster von der Küche und vom Esszimmer waren offen. Okay. Mhm. Das war das Einzige, was noch rundherum um ein Haus war. Ja, aber schön. War nettes, schönes Szenario mit Geistern. Und ich habe mir ans Klassische gehört, dann ist eine klassische Weihnachtsgeschichte von der Ausformulierung von den Geistern. Mhm. Steht nämlich überhaupt nichts drinnen, wie die verschiedenen Geister ausschauen. Ah, okay, ja. Wäre die gegenwärtige Weihnacht nicht die, ist das nicht immer das, wie sie gerade ist, wenn es so weitergehen würde in der Originalgeschichte? Ja, aber da erscheint er ja einen Lebenden. Ja. Es ist ja nur inspiriert davon. Ja. Mhm. Aber dann finde ich, macht eben der Name der gegenwärtigen Weihnacht irgendwie bisschen komisch. Ja. Ja, schön. Cool. Danke fürs Leiten. Ja, vielen Dank. Bitte, bitte. Ja, hat Spaß gemacht. War auch wieder eine lustige Mäusetruppe, wollte ich sagen. Eine lausige Mäusetruppe. Ey, Mäuse sind einfach. Mäuse also die Mäuse super. Bei Mausritter sind immer super. Ja. Gut. Ja, dann. Ihr wart relativ fix. Ich habe noch nicht mal die ganze Abendwache vollgekriegt. Tja. Aber ich denke, das war jetzt auch so im Geschlossenen auch ganz gut. Ja. Ne? Ja. So, ja. Ja. Finde ich auch. Wie gesagt, ich habe es ja mit die Kämpfe kurz gehalten, aber ich dann zum Schluss jetzt doch sehr, sehr genaue Hinweise geben. Also das kommt man, glaube ich, nicht drauf. Ja. Man kam auch auf diverse Sachen einfach nicht drauf. Also zum Beispiel auch das mit dieser Urne und den Brief dahinstellen. Das war ja im Anschluss, es war ja so eine schöne Szene, ja, so die da beschrieben worden ist. Aber ich wäre da niemals drauf gekommen. Nee. Den Brief physikalisch einfach dahinzustellen. Ja, vor allem steht ja nicht einmal dort, dass der Geist euch den Hinweis dazu gibt. Vor allem, es macht für mich halt irgendwie auch keinen Sinn, weil das ist doch der Brief vom Vater und die Urne vom Vater. Also das war für mich so völlig unlogisch. Der dahinter war, dass die Mutter sagt, er soll die Urne mitnehmen. Mhm. Der Hinweis kommt ja dann nur mal mit der zukünftigen Weihnacht. Und dass sozusagen, wenn er hingeht und sich die Urne anschaut, dass er dann die Entschuldigung vom Vater findet. Aber der Sohn ist doch schon gestorben, dachte ich. Mhm. Ja, mittlerweile. In eurer Gegenwart dann, schon. Ja, und dann ist schon der eigene Gegenwart. Das ist voll verwirrend. Ja, und hätte man das gewusst, wäre es nochmal anders gewesen, dass wir so quasi in der Zukunft, oder vielleicht wäre es was anderes gewesen, wäre das nicht der Geist der Zukünftigen gewesen, sondern der Vergangenen nochmal drin und es wäre verändern da wirklich etwas in der Vergangenheit. Mhm. Dann wäre es dieses, der Raum sieht noch anders aus und siehst, wir müssen da jetzt was drin machen, dann wäre es vielleicht logisch gewesen, wir legen den Brief dahin, dass er dann abgeholt wird. Ja, oder aber tatsächlich, dass der Sohn wirklich in dem Gebäude halt irgendwie so herumwerkelt, diese ganzen Fallen aufgebaut hat und man dem irgendwann halt sozusagen begegnet und dann wirklich diesen du hast aber das nicht gefunden, du hast diesen Brief halt nicht gefunden. Ne? So, das finde ich, ergibt aber wenig Sinn, weil dann würde er relativ gleich am Anfang, sobald man in zwei Räumen ist, kommen und sagen, hey, was macht ihr hier? Nee, außer der hat sich halt versteckt gehalten halt sozusagen. Warum sollte er das machen? Ja, aber wer hat denn auch dieses Schutt-Dings halt auf uns halt? Nee, das war ja einfach die rissige Mauer. Ja, aber das hätte ja auch so sein können, so ich versuche den halt irgendwie, oder der ist halt über den Frust ist der wahnsinnig geworden oder irgendwie so etwas. Ja? So, dass der so ein bisschen verrückt geworden ist. Wobei ich das so jetzt schon ganz gut fand. Ja. Es war, wie gesagt, der Hinweis hätte etwas klarer sein können, aber... Wie gesagt, ich habe es echt sehr, sehr... Ich habe am Anfang richtig lang gebraucht, bis ich es verstanden habe, wie jetzt sinnvolle Reihenfolge ist. Weil man geht ja nur von Raum zu Raum und dann muss man schauen, wie eigentlich die Reihenfolge ist. Ja, ja. Das ist das Problem, was ich zum Beispiel bei diesen Abläufen habe immer. Wenn ein Ablauf auf einem bestimmten Raum fixiert ist, es ist zwar alles zu, mit Fallen gesichert,
man muss ja doch sich auf einem gewissen Raum dann wieder irgendwo anders hinbewegen. Mhm. Was ich ein bisschen schade fand auch, war, dass in der Mitte es dann eigentlich wirklich so war, dieses, am Anfang ist es total, okay, wir suchen jetzt den Raum ab, da ist eine Falle, da vielleicht ist wirklich so, oh, was könnte da sein? Und dann ist es so, okay, erster Geist taucht auf, sagt, da ist das, geht darüber, wir gehen darüber, oh ja, wir finden den Brief, ja passt, da drüben leuchtet es, jetzt geht's da rein, da leuchtet es, geht's da rein, da leuchtet und dann halt das Einzige, was man in dem Zeitpunkt noch gemacht hat, zweimal gegen Geister kämpfen und den Brief dahinlegen. Also eigentlich war das Abenteuer gefühlt vorbei, als wir das erste Mal den Geist schon fast gesehen haben. Rein von dem, wie viel wir noch machen konnten. Das stimmt. Ja, es wäre was anderes gewesen, wenn ich zum Beispiel die Zufallsbegegnungen ausgewürfelt hätte und ihr hättet auch Pech gehabt und ihr hättet eine 6 gewürfelt, dann hättet ihr dort drin eine Fee getroffen, die euch Geschenke gibt. Und diese Geschenke lösen eine grausame Eifersucht gegen alle anderen aus. Okay. Das heißt, du hast dann auch noch interne Gruppenstreitigkeiten. Aber es ist schön, wenn man das aufschreibt, geht es genau von Zettel aus. Ja, schön. Was da auf, was weiß ich, wie viele Seiten ist, das geht sich genau auf einen Zettel aus. Mhm. Aber es ist doch am Anfang etwas unübersichtlich. Ja. Und das ist einfach der Mittelteil von der Kampagne. Oder der zweite Teil, der zweite. Von der. Schau da nochmal nach, wie viel das insgesamt sind. Ja gut, aber man kann das ja gut als eigenständiges Abenteuer ja spielen, ja. Wenn man in dieses Haushalt irgendwie reingeht. Ne? So. So, Eichenweide besteht aus die verlorene Klinge, ein Mausnachtslied, Streit in der Höhle der Gelübde, da braucht man dann auch das Buch, Höhle der träumenden Pfoten und die Wille des Dämmerfürsten. Welches Buch? Das mit den Fröschen. Seid mal froh, dass ich das nicht kaputt gemacht habe. Ich bin erstaunt, dass du das nicht auch noch kaputt gemacht hast. Ich habe echt nicht gedacht, dass ich es schaffe, dass sie kaputt gehen. Ich bin aber nicht stark, aber ich habe halt eine 1 gewürfelt. Das passiert sonst nie. Ja. Und ich habe halt so was schon, ich habe in dem Moment so gedacht, okay, Basilia denkt jetzt, oh, hier ist so viel Schnee, hier ist alles irgendwie voll mit Geistern und sonst was, das muss an dieser Tafel liegen, in ihrer Welt hat das in dem Moment Sinn gemacht und ich habe noch gedacht, so ich als Tatjana habe noch gedacht, alles klappt eh nicht, dann passt das alles, es ist gut und dann Und wenn du die anderen fragst, dann sind die eh dagegen. Also machst du das. Ja, klar, deswegen mache ich das. Und wenn sie den Brief nicht platziert, hätte es ein anderes Ende geben übrigens. Okay. Ah. Ja, dann wäre nämlich der Sohn kommen, hätte die Urne verstreut, also auf den Boden geworfen und über den Boden die Asche verstreut, hätte dort das Haus anzündet, wo ihr drinnen seid. Oh, meine Güte. Und wäre weg gewesen. Und jetzt trotzdem nur mal gegen die Geister kämpfen müssen. Okay. Das finde ich ein bisschen komisches Ende dann, aber. Ja. So, ich gehe jetzt aber in die Haia, liebe Leute. Genau. Ja. Morgen leider wieder früh aufstehen. Und morgen spielen wir wieder. Morgen im Haushalt. Ja. Morgen reiße ich mich dann zusammen und mache keinen Quatsch. Ach, nein, das war doch Charakterkonsequenz. Ich fand das auch gut. So, genau. Deswegen ist doch alles okay. Ich habe schon ein bisschen geärgert. Ja, Belohnung zerstören. Alles. Und ich habe doch so gedacht, sie sagt das so seltsam. Ich habe auch drauf gewartet, dass du mir sie nicht gibst. Ja, ich dachte auch dieses. Ja, eigentlich, ne, so, da dachte ich so, warum hast du es ihr dann doch gegeben? Ne? So, die hat ja nicht gut geblufft. Nein. Definitiv nicht. Das war so also eine sehr schräge Unterhaltung. Ja. Warum war der Kronleuchter eigentlich grün? Achso, mit der grünen Flamme, ne? Genau. Er war einfach nur damit. Wahrscheinlich stimmungsvoller. Okay. Geisterlich. Es war irgendwie nur. Wenn das Haus anzündet, wären die Flammen blau gewesen. Keine Ahnung.
Wenn es drinnen steht, übernehme ich's. Ja. Ja, es steht ja nicht drinnen, woher das Gekrabbel kommt. Ja. Ja, okay. Man weiß nur, dass die kleine Schwester ist an irgendwas gestorben. An einer Krankheit. Okay. Da hätte ich nämlich erwartet, dass mehr über die kleine Schwester geht, genau, als nur um den Vater. Ja. Ja, weil das haben wir auch irgendwann mal so gesagt. Ne? Wir müssen rausfinden, was mit der Schwester passiert ist, damit wir auch so ein bisschen beurteilen können, wer wem da eigentlich vergeben muss, sozusagen. Ne? Ja. Und ja, vielleicht genau. Habe ich es ein bisschen zu wenig genau mit die Texte beschrieben, aber ich habe mir dann gedacht, ja, nö, war aber am Ende jetzt auch okay. Rein, die muss man jetzt nicht unbedingt jetzt über Minuten hinziehen. Ja. Ja, ja. Ist das aber eigentlich das gesamte Abenteuer Mausen, also das gesamte Abenteuer? Ja, wie gesagt, die Hauptsache wird nicht kurz und die hätte euch nur den Ring schenken müssen irgendwo. Dann finde ich fast, hätte man das Abenteuer ein bisschen länger auch machen können. Ein bisschen mehr dazu. Rein von dem hätte ich es geschrieben. Hätte man also bisschen von den Informationen mehr noch. Halt, so. Ja, genau. Also jetzt nicht von heute, sondern generell. Nicht nur von den Informationen, sondern dass das letztendlich was wird, dass man über zwei Abende spielt. Mhm. Dass es so ein Hauch mehr noch ist, ohne mehr extra Encounter, sondern einfach ein bisschen mehr herausfinden. Ja, bei Mausritter ist es immer so, dass die Abenteuer sehr kurz gehalten sind und man kann dann das halt ausschmücken, wie man möchte. Ja. Das ist mir halt auch schon aufgefallen. Es ist immer sehr straff, damit man es auch in ein paar Stunden schafft. Es kommt ja, glaube ich, dann schon auch immer ein bisschen drauf an, mit wem du das spielst, da das ja durchaus auch für Kinder gedacht ist. Also ich glaube, gerade jüngere Kinder haben dann doch etwas Probleme, sich dann mehrere Stunden am Stück zu konzentrieren, das sozusagen. Genau. Was ist ab 8 Jahren, wird es empfohlen? Also. Oder ältere Menschen, die kleine Kinder haben, auch. Also. Ja, und man muss ja auch dazu sagen, also wenn du das ja gerade irgendwie so mit Jüngeren spielst oder zum Beispiel mit, ich sag jetzt mal, das soll jetzt keine Wertung haben, ne, aber unerfahrenen Spielern, dann sind die ja eher mehr so in dem Dungeon-System halt sozusagen drin. Oh ja, nächster Raum, ja, so. Und Interaktion zwischen den Mäusen ist ja dann gar nicht so viel. Das machen wir ja, ne? Also weil wir ja so Spaß am Interagieren miteinander sind, ne? So, ja. Und also wenn du jetzt reine Zeit nur nimmst, von Raum zu Raum zu Raum halt irgendwie zu gehen, dann geht das ja flott eigentlich. Ne? Na, und du musst aber überlegen, bei unerfahreneren Spielern oder so, wenn du denen am Anfang gleich im Eingangsraum eine Falle reinpackst, dann glauben die noch sehr viel mehr als wir, dass überall Fallen sind. Und das auch stimmt. Die Türen, die wir uns angeschaut haben und ist normal, hätten die noch 10 Minuten abgesucht, ob da eine Falle ist. Das stimmt. Und nicht nur das, sondern überall, sicher überall noch Hinweise gefunden, wo keine gewesen wären. Ja, hätten das kann man. Sicher was mit den Zinsfiguren gemacht, die hätten sicher irgendwie, die wären rausgegangen und hätten da was gesucht, haben wir auch fast, aber wir hatten den Grund. Die hätten wahrscheinlich sicher alles Mögliche noch gemacht, einfach nur, weil es so ist, das ist ein Hinweis, das ist ein Hinweis, da müssen wir das machen. Lass mal die Stühle anzünden. Das stimmt. Das wäre aber. Anzünden hilft immer, gell, Nico? Ja. Genau. Okay. So, jetzt aber wirklich, genau. Cool. Ja, fand ich auch. Genau. Schönen Abend. Genau, schönen Abend euch. Ciao. Genau, danke. Tschüss. Gute Nacht. Tschüss.